Não deu nada pra ti, meu pé. Herzlich willkommen zur Ökofilmtour. Das ist das 17. Festivaljahr und ich freue mich, dass ihr hier seid, trotz Sonne und schönem Wetter. Und wir zeigen heute zwei Filme, die sich mit Klimaaktivismus beschäftigen. Ein Kurzfilm, ein Porträt über eine junge Frau, die sich für Fridays for Future in Neuruppin engagiert. Und direkt im Anschluss zeigen wir von der Ökobewegung zum Konzern 50 Jahre Greenpeace. Und für diesen Film haben wir zwei wunderbare Gästinnen hier, Monika Griefan und Kerstin Dörrenbruch. Mit den beiden sprechen wir nach dem Film. Und kurz noch zur Ökofilmtour. Die Ökofilmtour, habe ich schon gesagt, ist 17 Jahre alt, also schon betagt, aber möchte weiterziehen und zieht durch Brandenburg mit einer Auswahl von jedem Jahr 40 bis 50 Filme zum Thema Naturschutz, Umweltschutz, Klimawende, all diesen Energiewende, all den Themen, die der Ökofilmtour wichtig sind. Und wir zeigen diese Filme überall in Brandenburg und sind teilweise bis zu 80 Orten im Land Brandenburg. Von Januar bis April zeigen wir die Filme. Und es gibt immer ein Filmgespräch. Das ist das Besondere nach den an der Ökofilmtour, wie ich finde, weil wir immer in Dialog gehen und über die Themen sprechen, die wir uns bewegen. Und jetzt gucken wir erstmal die zwei Filme und dann sprechen wir gemeinsam über Klimaaktivismus, denke ich. Ich habe gedacht, Monika, in die Mitte. Braucht ihr eine Pause kurz, einmal auf Klo oder so? Oder irgendwie? Nee. Ja. Ich begrüße meine wunderbaren Gesprächspartnerin Monika Griefan und Kerstin Dörrenbruch. Ich mache eine ganz kurze Runde, dass ihr euch auch vorstellen könnt. Ich sage ein paar Sätze und ihr könnt ergänzen. So dachte ich mir das jetzt, damit alle wissen, wer ihr seid. Die meisten bei Monika wissen das wahrscheinlich schon einige. Monika Griefan ist Gründungsmitglied von Greenpeace Deutschland und ist danach in den internationalen Vorstand von Greenpeace gegangen. Sie war Umweltministerin in Niedersachsen unter Gerhard Schröder. Sie war Mitglied des Deutschen Bundestages und verantwortlich dort überwiegend für Kultur und Medien und Auswärtigen. Und sie war Direktorin für Umwelt und Gesellschaft bei der Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises. Und sie hält aber viele Ehrenämter und ist selber noch sehr politisch aktiv und im Klima- und Umweltschutz. Und mich würde interessieren, was Sie heute machen und was die Themen sind, die Sie gerade umtreiben und begleiten. Man muss unten auf diesen Knopf ja ein bisschen länger drücken, genau, ein bisschen länger. Ja, sorry. Ein bisschen warten und dann. Sieht so aus, als wenn es geht, ja. Ja, heute bewegen uns alle ja im Prinzip drei Themen. Klimaschutz ist sicherlich ganz vorne, aber zum Klimaschutz, und das finde ich, gehört, wird immer ein bisschen wenig diskutiert, gehört auch der Ressourcenschutz. Also wir verschwenden Ressourcen ohne Ende und deswegen habe ich ja auch eine neue NGO mitgegründet, die heißt Cradle to Cradle NGO, wo wir versuchen, dass Produkte so hergestellt werden, dass eben die Materialien ausgewählt werden, umwelt- und gesundheitsverträglich sind und dass sie eben die Produkte demontierbar sind und dass man die Materialien wieder nutzen kann. Gerade wenn wir jetzt über Elektroautos oder solche Dinge diskutieren, dann sehe ich immer, dass
viele Leute nicht daran denken, dass ein Elektroauto zum Beispiel 80 bis 120 Kilo Kupfer drin ist. Das haben wir gar nicht. Den Kupfer haben wir gar nicht. Und da gibt es viele andere Beispiele. Ein Handy, was nach 2 Jahren weggeschmissen wird. Die ganzen Materialien, die da dran sind, sind seltene Erden, sind auch wieder in den Ländern, wo wir jetzt Öl, Kohle und Gas herbekommen. Also das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, ich bin auch jetzt in meiner Stadt, wo ich wohne, Buchholz in der Nordheide, bin ich auch Vorsitzende des Klimabeirates, wo wir versuchen, einen Klimaaktionsplan umzusetzen, was aber wahnsinnig schwer ist, weil im Prinzip die Gesellschaft da, wenn man so will, gespalten ist. Es sind genau die Hälfte der Leute, die sagen, ach, ist alles übertrieben und das kriegen wir schon hin. Und die andere Hälfte, die sagt, es geht alles nicht schnell genug. Also das, was jede Umweltbewegung natürlich auch bewegt. Und deswegen engagiere ich mich auch in einer Organisation, die nennt sich E-Fuel Alliance, weil ich sage, nur mit den Elektroautos werden wir es nicht hinkriegen. Wir brauchen Transporte. Wenn wir uns anschauen, 1,4 Milliarden Autos weltweit, wir haben 99.000 Schiffe, 27.000 Flugzeuge, die werden wir nicht alle mal eben mit dem Fingerschnips elektrifizieren können. Und für diese Übergangszeit brauchen wir auch etwas, was klimafreundlich ist. Und das sind die E-Fuels, das heißt also aus Wasserstoff mit CO2 aus der Atmosphäre, Wasserstoff hergestellt aus Windenergie, aus Sonnenenergie in Ländern, wo es das in Hülle und Fülle gibt, also in Chile oder in Marokko oder in Namibia, dann hergestellt, dass wir weiterhin die schon bestehenden Flotten weiterfahren können. Auch ein Teil, um Klimaschutz schneller voranzubringen, als darauf zu warten, bis man alles elektrifiziert hat. Also das sind so 3 Hauptthemen. Dann bin ich noch sehr, sehr lange beim Alternativen Nobelpreis engagiert, auch schon seit 36 Jahren, weil ich finde, es gibt weltweit einfach so tolle Leute, die sich unter viel schlimmeren Bedingungen als bei uns irgendwie für eine bessere Welt einsetzen, für bessere Arbeitsbedingungen, bessere Sozialbedingungen oder auch die Umwelt. Und wenn ich die immer wieder sehe, gestern hatten wir eine Veranstaltung mit Wladimir Sliviak, der schon lange in Russland gegen Kohle und Atom kämpft. Und wenn ich sehe, unter welchen Bedingungen die sind und wenn er jetzt zurückfahren würde, würde er wahrscheinlich sofort im Gefängnis landen. Und er ist jetzt seit einem halben Jahr, seit er den Preis bekommen hat, hier. Und ich bin froh, dass wir ihn da auch unterstützen können. Und wir haben jetzt an 10 Universitäten weltweit Programme, sodass eben junge Leute auch von den ganzen Preisträgern, die wir haben, auch lernen können. Also sehr aktiv bis heute. Ja, also es gibt genug zu tun. Ich meine, es hört ja auch nicht auf. Und dieser Krieg hier, der frustriert natürlich noch zusätzlich, weil wir natürlich gedacht haben, ich bin wirklich eine Kosmopolitin, würde ich mal sagen. Also ich habe immer gedacht, wir hätten mit der Gründung der UNO eine Welt, wo wir miteinander versuchen zu kooperieren und uns gegenseitig zu respektieren, natürlich auch Grenzen respektieren. Ich bin vollkommen erschüttert, dass diese ganzen Gedankengebäude weg sind und dass wir ja im Moment auch so ein bisschen daran vielleicht auch Angst haben müssen, dass Europa zerbricht. Und also das macht mir natürlich auch große Sorgen, aber da sind die anderen Aktivitäten schon auch dann im Zusammenhang. Ja, aber Sie haben auch die Hoffnung, sonst würden Sie nicht so aktiv sein. Ja, ohne Hoffnung kann man es nicht machen. Außerdem, ich bin inzwischen Großmutter und habe 2 kleine Enkel. Ja. Und da will man natürlich dann auch noch nicht nur für die eigenen Kinder, sondern auch noch für die Enkel die Welt erhalten. So war eigentlich immer mein Engagement. Ja, man muss Verantwortung übernehmen. Kerstin Dörnbruch, Sie sind seit 2015 ehrenamtliche Pressesprecherin bei Greenpeace Berlin. Sie sind Umweltaktivistin und Sie haben mir verraten, dass Sie auch unter die Autorinnen gegangen sind und ein Buch geschrieben haben. Erzählen Sie uns, was Sie gerade umtreibt und was Sie gerade beschäftigt und was Sie machen. Ja, ich komme aus der Wirtschaft. Ich habe bei VW eine Konstruktionsabteilung geleitet, war da die erste Frau, der man so eine Aufgabe anvertraut hat, bin aber dann nach 13 Jahren da raus und habe gekündigt, weil ich mit vielen nicht mehr konform ging. Und arbeite heute als Dozentin an der Uni und habe aber auch viel Zeit investiert halt in ehrenamtliches Engagement. Genau, und so meine Projekte sind im Moment die Turo-Kampagne, wo wir mit Greenpeace Tschechien, Greenpeace Polen hauptamtlich zusammenarbeiten. Ich bin auch Klimaaktivistin bei Greenpeace. Genau, dann noch in der Bürgerlobby Klimaschutz aktiv, da reden wir mit Bundestagsabgeordneten über CO2-Bepreisung und Klimageld, was jetzt vorangegangen ist. Ja, und seit neuestem
Buchautorin. Genau, ich habe einen Geoengineering-Thriller geschrieben. Das war Thema meiner Masterarbeit. Und ich habe mit dem Chef der Harvard geskypt. Werden Sie das irgendwann mal einsetzen? Weil es gibt so Methoden, die sind ähnlich, wie zum Beispiel Vulkanausbrüche, dass man dann so mit Tröpfchen in der Stratosphäre Licht reflektieren kann. Es hört sich an wie Science Fiction, ist aber leider wissenschaftliche Realität, in die wir hineinsteuern, wenn wir es nicht anders hinbekommen. Und da habe ich den halt irgendwo gefragt, ja, und werden Sie das irgendwann einsetzen? Und da hat er gesagt, ich weiß es nicht, ich will es nicht, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Und dann habe ich so alle Ideen, was schiefgehen kann, halt in so einem Thriller-Format verarbeitet, so ein bisschen James Bond-like, weil ich dachte, so erreiche ich mehr Menschen damit. Genau, ich habe auch so Rückblicke drin, was müssen wir heute tun, damit es eben nicht irgendwie zu dystopisch ist. Ne? Also da ist sehr viel Greenpeace-Wissen auch eingeflossen, aber es ist mein Privatprojekt. Und wenn Sie an Ihre Zeit bei Greenpeace, seit 2015 sind Sie ehrenamtliche Pressesprecherin, aber vielleicht schon eher dabei gewesen, weiß ich jetzt nicht ganz genau. War das auch der Einstieg bei Greenpeace? Oder? Nee, es war der Einstieg bei Greenpeace und war bei mir ja wirklich auch eine Kehrtwende, weil ich ja vorher in der Industrie auch 80 Stunden gearbeitet habe. Und ja, wo ich Zeit hatte, habe ich dann ein Fernstudium Umweltwissenschaften angefangen, einfach weil ich neugierig war, ja, wie schlimm ist das denn mit dem Klimawandel wirklich? Und je mehr ich gemerkt habe, ja, da gibt es Kipppunkte, ja, wenn die überschreiten wir jetzt in den nächsten Jahren, so, ne, und dann nimmt das alles seinen Lauf und ist nicht mehr rückumkehrbar. Als ich das so begriffen habe, habe ich so gedacht, ja, jetzt muss ich auch was dagegen tun, ne? Also einfach der erste Schritt ist, sich zu informieren. Genau, und dann ist es halt toll, mit Menschen zusammen etwas zu machen. So, genau, dass man also irgendwo nicht alleine dabei ist, sondern halt in einer Gruppe. Das motiviert mich sehr, mit Gleichgesinnten. Ja, ja, das sagt ja auch Thomas Henningsen, der Protagonist im Film, ne, dass man, dass wenn man so viel gesehen hat, wie er gesehen hat oder auch so viel gelernt und gesehen haben, wie Sie jetzt beide gesehen haben, dann kann man nicht anders, als irgendwie auch in die Aktion kommen. Was war denn, nochmal eine Frage an Sie, Frau Dürrenbruch, was war denn so eine Aktion, wo Sie sagen, das war für mich total wichtig, dass ich da dabei war, das hat für mich die meiste Wirkung gehabt, das war wirklich zielführend und gut. Haben Sie da was, also wir haben ja so ein paar historische Beispiele jetzt, aber Sie, wenn Sie jetzt hier sitzen und sagen, ich bin Aktivistin, das war richtig gut, was war das? Ja, also so meine Favorite-Aktion aus der letzten Zeit ist eine, wo ich nicht dabei war, wo Greenpeace das C aus der CDU-Zentrale entwendet hat, weil ich einfach irgendwo denke, ja, weil wir haben heute so einen Überfluss an Informationen, man muss irgendwie herausstechen, das gelingt vielleicht auch irgendwie mit Humor. So, da sehe ich halt auch eine Möglichkeit, wie sich Greenpeace wandeln kann. Also ich habe von einer befreundeten Aktivistin dann gehört, sonst wurden so auch Greenpeace-Aktionen von den Arbeitskollegen gar nicht bemerkt. Ja, aber da kamen dann alle so auf der Arbeit an, willst du ein C kaufen? So, also, ne? Und es war ja auch irgendwie toll dann auf Social Media, ne, das Du blieb über, ne? Und die haben dann miteinander auch kommuniziert, so, dass sie sich getrennt haben. Ne? Und dann hatten wir hinter das Du sollst das Klima schützen, das blieb dann über. Ne? Also ich fand das sehr originell. Genau, und ja, Aktion, wo ich selber mit dabei war, da fällt mir ein, mal in einem Kohlekraftwerk in Polen, so auf dem größten Kohlturm Europas bin ich zumindest schon mal in dem vorderen Bereich mit gewesen. Genau, weil ich jetzt gerade auch zu polnischer Kohle arbeite, fällt mir das so als eine große Aktion halt auch ein. Die hatten davor noch irgendwo auch Geld ausgegeben, damit niemand nochmal auf ihr Gelände ein zweites Mal kommt. Ja, wir haben es dann das zweite Mal trotzdem geschafft. So. Ja. Aber ohne Friedemann. Also wir saßen, ja, eigentlich darf man öffentlich ja nicht so viel darüber erzählen. So, nee, ja, aber es war dem ähnlich. Ja. Wir saßen auch, sind auch so durch die Wache durchgekommen. Ja. Ohne Lieferschein. Genau. Sie haben dann. Also die Anfänge haben wir so ein bisschen jetzt gesehen. Ne? Anfang der 80er waren Sie dann bei Greenpeace Deutschland und haben sich irgendwie gefühlt, als müssten Sie da mitmachen. Das würde mich interessieren, eigentlich, was das war. Eigentlich war das schon vorher, weil ich habe mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk gearbeitet und habe eine Reihe gemacht zu Bürgerinitiativen in Deutschland und Frankreich. Und ich war vorher eben Aktivistin gegen Atomkraft, also war in Brockdorf und Grunde und Kalka und diesen ganzen Geschichten. Und diese Bürgerinitiativen in Deutschland und Frankreich fand ich sehr aufschlussreich, weil in Frankreich natürlich eine ganz andere Art von Struktur und Bewegung war.
Und in diesem Zusammenhang habe ich eben Greenpeace in Frankreich kennengelernt und habe gesagt, Herr Mensch, das ist ja eigentlich der richtige Ansatz, weil Umweltschutz macht ja nicht an der Grenze halt. Und wir können nicht nur Umweltschutz sozusagen lokal machen. Das ist zwar wichtig für viele Sachen, aber um richtig an bestimmte Strukturen ranzugehen, deswegen teile ich auch nicht die Auffassung des Films, die sagte, wir gehen gar nicht an die Strukturen oder an die tieferen Dinge ran, muss man sozusagen auch die internationalen Zusammenhänge betrachten. Und da sagten die, ja Mensch, dann setz dich doch mal mit den Holländern zusammen. Die Holländer planen nämlich was gegen die Dünnsäureverklappung. Das ist ja nicht nur ein holländisches, sondern auch ein deutsches Thema. Und dann haben wir uns mit denen in Verbindung gesetzt und dann hat bei mir in der Küche wirklich das angefangen, dass wir da mit einem holländischen Kollegen zusammengesessen haben, der Harald Zindler, ich und eben die Holländer, und wir dann gemeinsam geplant haben an 4 Orten gleichzeitig. Also das war in Nordenham, das, was man auch gesehen hat im Film mit der Rettungsinsel. Das war vom Deutschen Hydrographischen Institut mit den Fischen. Das war in Leverkusen und das war eben in Rotterdam gleichzeitig eben eine Aktion gegen Chronos-Titan, gegen die Dünnsäureverklappung, also gegen die Schwefelsäurereste aus der Farbproduktion, Titandioxidproduktion. Und es gab ja alternative Methoden, auch die Schwefelsäure dann anders zu verwenden. Und die wurden aber nicht eingesetzt, weil es natürlich zu dem Zeitpunkt billiger war, das einfach ins Meer rauszubringen. Und aufmerksam gemacht in Hamburg haben uns eigentlich da die Fischer, die gesagt haben, wir bringen immer dauernd Fische an, die irgendwelche Blumenkohlgeschwüre haben und sonst was. Also wenn ich einen Lichtbildvortrag heute bei meinen Studierenden zeige, ich habe auch ganz lange an der Uni Harburg unterrichtet, dann bringe ich immer dieses Bild mit dieser Flunder mit, die da so ganz richtig so eklige Blumenkohlgeschwüre drauf hat. Und das kennt natürlich heute keiner mehr, aber das war wirklich furchtbar. Und die Fischer hatten eben auch deswegen keine Existenz mehr, weil der Fluss und das Meer einfach so belastet waren. Und dann haben wir gesagt, Abfälle gehören eben nicht ins Wasser und das ist eben übergreifend. Die Elbe fließt halt eben in die Nordsee und der Rhein fließt in die Nordsee und es kommt über den Rhein und über die Elbe eben an diesen ganzen Ländern vorbei. Und übrigens dann ja eben auch Tschechien und so weiter, ne? Was zu dem Zeitpunkt ja noch geschlossen war, wo wir noch nicht hinkamen. Und insofern war diese Zusammenarbeit, hat damit eben angefangen, dass wir gemeinsam diese Aktionen geplant haben, ne? Deswegen auch der internationale Vorstand, um da auch aktiver sein zu können. Genau, also das war natürlich dann nach 3 Jahren, also nachdem wir Deutschland aufgebaut hatten und wir relativ schnell gewachsen sind. Das lag auch daran, ich war zu dem Zeitpunkt Bildungsreferentin beim CVJM und hatte die Möglichkeit, eben Versammlungsräume zu haben. Wir konnten Leute einladen und es gab noch nicht so viel Presse. Das heißt, wenn dann der NDR irgendwie berichtet hat über die Chronos-Titan-Aktion, dann kamen gleich unheimlich viele Leute und wollten sich treffen oder uns treffen. Und wir hatten ja kein Büro und nichts. Ja? Wir haben das ja auch alles ehrenamtlich gemacht. Und dann war aber der CVJM eine gute Anlaufadresse. Und Gott sei Dank haben die auch mitgemacht, weil sie gesagt haben, das ist ja auch christliche Nächstenliebe, wenn man sich um die Umwelt kümmert. Ja? Und deswegen konnten wir uns da treffen und damit im Prinzip die Keimzelle von Greenpeace in Deutschland sein. Und weil wir so gut organisiert waren, in Anführungsstrichen, und eben auch so praktisch waren, hat uns dann irgendwann mal David McTaggart, der zu dem Zeit der Chef von Greenpeace war, Geschäftsführer, Vorstand, was auch immer, wie man das nennen will, kam dann zu uns und hat mich gefragt, ob ich nicht da auch bei international mitmachen wollte. Und dann war ich die einzige Frau oder die erste Frau und eben auch die einzige, die nicht aus dem englischsprachigen Land kam, was für mich da zu dem Zeitpunkt sehr schwer war. Da hatten wir einen Amerikaner, einen Kanadier, einen Engländer. Das war natürlich alles nicht so toll. Ich dazwischen. Ne? Und aber wir haben uns da zusammengerauft und wir haben, glaube ich, auch viele wichtige Sachen auf den Weg gebracht. Und vielleicht muss man auch nochmal sagen, um auf den Film auch nochmal zurückzukommen, eine Aktion ist ja immer nur ein Teil der Kampagne. Die Aktion ist ja nur, um sozusagen die Aufmerksamkeit zu dem Thema zu bringen. Aber die Arbeit läuft ja eben nicht erst seit wenigen Jahren auch mit Politik und mit den Firmen. Das haben wir damals auch schon gemacht. Und als wir unser erstes Büro hatten, haben wir 330 Briefe wirklich handgetippt mit Durchschlag und sonst was an die Abgeordneten geschrieben, sind um den Tisch rumgelaufen, haben die eingetütet und wirklich mit Post richtig verschickt. Ja? Da gab es keine E-Mails und keine Faxe und nix, ja? Sondern das wurde alles noch ganz normal mit Post gemacht. Also da haben wir auch schon mit Abgeordneten gesprochen und versucht, mit Firmenvertretern zu sprechen. Und mal ist es gelungen und mal ist es nicht gelungen. Ne?
Kerstin Dörnbruch. Wir haben ja viele spektakuläre Aktionen jetzt gesehen, im Film auch, ne, oder viele kennen wir ja auch. Aber man fragt sich auch, ist das jetzt noch zeitgemäß, ist das jetzt überhaupt noch in der jetzigen Zeit möglich, mit solchen Aktionen durchzudringen, durch diese Vielzahl von Informationen, die wir täglich bekommen? Ne? Also schaffen wir das noch in die 18 Uhr Nachrichten oder wie auch immer? Sie machen jetzt die Pressearbeit für Berlin. Wo steht da Greenpeace heute? Also wir sehen ja einiges im Film, aber können Sie noch mal sagen, wie Sie sich vielleicht abgrenzen von damals, wie da jetzt ein Wandel stattfindet, was neu ist vielleicht? Warum gibt es Greenpeace noch heute? Der Film zeigt ja auch, dass gerade der juristische Hebel, ne, in der Kooperation mit den Fridays, so, wo Greenpeace praktisch irgendwo im Hintergrund das anstößt und organisiert und die Juristin gestellt hat, sodass wir irgendwie auf dem juristischen Weg einiges erreichen können. Ich selber bin ja in dieser Turu-Kampagne, wo auch das erste Mal ein Land Europas ein anderes aus Umweltschutzgründen verklagt hat und es auch eine tägliche Strafe gab von 500.000 Euro, die Polen zahlen musste. So, wir hatten zwischenzeitlich da interessante Ergebnisse. Genau. Und ich glaube einfach, dass wir eben solche Chancen dann ergreifen müssen und halt auch inhaltlich arbeiten. Und vieles sind ja auch irgendwie so gesellschaftliche Prozesse. Wenn ich überlege, das Wort so Billigfleisch, so dass wir so Trendsetter sind. Ja, wir waren irgendwie 50 Mal bei Lidl und haben irgendwo die in verschiedenen Geschäften die Wände zuplakatiert mit irgendwelchen in irgendwelchen Schweineställen, mit Tieren, die da sich gegenseitig hinten die Ringelschwänze anknabbern und irgendwie verdreckt sind, auf diesen Spaltenböden stehen. Ja, und irgendwann hat Lidl dann eingelenkt, als es hieß, wir machen jetzt nochmal eine größere Demo vor allen Geschäften. Da, ne, wollte die Geschäftsleitung auf einmal dann in Hamburg Martin Kaiser sprechen, kurz vor dieser Demo, da wurde ihnen das dann doch wohl irgendwie zu viel, ja, und dann haben die diese Haltungskennzeichnung eingeführt, ja, die zwei Landwirtschaftsminister nicht in der Lage waren, dann zu installieren, das hat halt Greenpeace geschafft und dann sind andere halt nachgezogen, so, ne, der letzte war dann Edeka, ich glaube, da haben wir dann nur noch zweimal protestiert, so, und jetzt klopfen wir ab, wann geht ihr denn von Haltungsstufe 1 auf 2, ne, 2, das sind 10% mehr Platz haben die Tiere, und es geht um Tierwohl auch, das ist so das Argument, womit man die Menschen erreichen kann, ja, genau, und dann schrittweise auch die Forderung, wann geht ihr zu Stufe 3? Ne? Aldi zum Beispiel hat ja jetzt zum Beispiel einen Plan und ich denke, inzwischen sind 10% der Menschen in Deutschland vegetarisch. So. Man muss halt einfach irgendwie verstehen, dass man 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kilogramm Futter braucht, um ein Kilogramm Fleisch herzustellen. Einfach diese Intensität, wo wir jetzt diskutieren, dass wir weltweit nicht genug Weizen haben. Ja, wenn man halt weniger Fleisch konsumiert, kann man da helfen. So. Dann ist das vielleicht für andere, ärmere Länder ist noch halt genug da. So. Und ich denke einfach, so diesen Prozess muss man halt begleiten und ist sicher die Frage, geht das schnell genug? So. Aber ich glaube, da hat Greenpeace auch schon eine Menge angestoßen, von dem viele vielleicht irgendwie auch gar nicht unbedingt was wissen. So, wenn ich halt jetzt gucke, Haltungsstufe 4, ja, da habe ich einfach diese ganzen Vorteile, finde ich, sehr einleuchtend. Ne? Keine Pestizide mehr, ich habe kein Gentechnik verändertes Mais mehr, den ich futter, zu 95% muss ich von den eigenen Flächen Sachen verwenden. Das heißt, ich kann nicht jetzt irgendwie zum Beispiel Sojafutter aus, wo ich mit Regenwald abrode, zukaufen in der Menge. So, ne? Ich habe keine Herbizide, ich sage mal, es ist einfach gesünder und die Tiere haben doppelt so viel Platz. Und wenn wir alle halb so viel essen würden, dann könnten wir halt auch diesen Preis bezahlen. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie darum geht, dass Menschen ihr Essen nicht mehr bezahlen können. Aber wir haben halt unseren Fleischkonsum verdoppelt und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, halb so viel wäre eigentlich gesund. Also, ne, wir sind irgendwie da falsch unterwegs und da kriegen wir allmählich die Kurve und müssen das irgendwie vielen Menschen erklären, damit es mehr werden. So, ne? Das sind so Kampagnen, um mal zu zeigen, wie arbeitet Greenpeace. Das ist ja, gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Nee, noch nicht. Also die Frage ist ja auch, es gibt ja immer mehr so Organisationen, ne, die sich diese ähnliche Themen auf die Fahnen schreiben, ne, ich auch glaube, jetzt mal mit Blick auf den Nachwuchs, dass man ja vielleicht sich sehr abgrenzen muss, sozusagen mit seinem Programm, dass man sagt, wir machen das und die anderen machen das oder machen jetzt alle was Gleiches und kann man dann nicht auch zusammengehen? Das ist so ein bisschen die Frage, die ja dieses Gespräch zwischen Jennifer Morgan und
Luisa Neubauer gezeigt hat, was so einer der Hoffnungssprengsel im Film waren für mich, weil es da so um Vereinigung und Bündelung von Kräften ging und auch diese Weitergabe von Wissen an die junge Generation und so. Ne? Also sind so Fragen, wo ich denke, was macht jetzt Greenpeace einzigartig oder gibt es da jetzt nicht eigentlich, dass wir uns zusammentun müssten? Also gibt es da ja, Gedanken? Ich sag mal, wir sind ja immerhin auch Dinge, klang ja auch an, dass es auf so eine Ölplattform zu gehen, weiß ich jetzt nicht, ob das was für die Fridays wäre. So, wir haben da schon sicher ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, es ist auch nach wie vor wichtig, dass wir halt dann bestimmte Konzerne auch irgendwie nerven mit solchen Aktionen. So. Und das soll man auch nicht unterschätzen, so. Denen ist die Publicity da sicher nicht recht. Ne? Und klar, muss man irgendwie gucken, dass man irgendwie pfiffige Sachen macht, die jetzt nicht irgendwie wie das fünfte Mal auf dem Schornstein irgendwie aussehen. Ne? Das ist irgendwo schon auch elementar. Aber wenn ich zum Beispiel denke, beim Dieselgipfel, so ein Bannerspruch wie Fort Knox, aber der mit NOx geschrieben. Also ich glaube einfach irgendwie so das Pfiffige, so, ne? Daran muss Greenpeace arbeiten. Das ist immer noch irgendwie überrascht, weil es irgendwie so ein bisschen auch einen intelligenten Pfiff hat. Oder ich muss, wo ich anfing bei Greenpeace, musste ich dran denken, Shell war ja jetzt auch in dem Film zu sehen. Und wo die dann wieder in der Arktis bohren wollten, gab es dann so Plakate in den U-Bahnen, richtig groß, in Berlin und Hamburg, ja, wo der Shell-Chef so mit einem Putzeimer und da lag dann so ein öliger Vogel, hing da so raus. Ja, weil die hatten kein Konzept, wenn da mal irgendwo ein Ölunfall passiert, das Eis wächst drüber. Ja, da stand irgendwo mit herkömmlichen Mitteln müsste man das dann säubern. Und da hatte man ja eigentlich irgendwie schon bei Deepwater Horizon gesehen, dass sowas irgendwie alles nicht so einfach ist. Und genau, ich glaube irgendwie Satire und Witz und so ein bisschen Pep müssen dann Instrumente sein, um heutzutage noch aufzufallen. Aber das kann Greenpeace halt auch. Und ja, sie sind dann irgendwo auch irgendwo Teil einer großen Bewegung. Dass wir kooperieren, finde ich auch wichtig und gut. Das hat halt eben diese Bundesverfassungsgerichtsklage gezeigt. Aber jetzt zusammenzugehen, das sehe ich einfach nicht. Wir wollen ja junge Menschen auch nicht von vornherein animieren, irgendwas zu tun, wo sie vielleicht dann kein sauberes Führungszeugnis dann womöglich mehr haben. So, das ist jetzt. Naja, und auch dieser Gedanke, dass Fridays for Future auch sagt, und das Argument habe ich schon öfter gehört, dass man halt dann auch so wie ein bisschen wie ohnmächtig ist, wenn dann da die Großen und die Erfahrenen sind und man dann selber seine eigenen Ideen auch gar nicht mehr entwickeln kann, weil man so denkt, ja, ihr habt ja auch sowieso mehr Erfahrung und man dann nicht selber so losfliegen kann. Ne? Also ich finde, warum Greenpeace sich eigentlich nicht überholt hat, ist die Internationalität. Also dass sie auch die Möglichkeit haben, in Länder zu gehen, wo andere vielleicht Schwierigkeiten haben. Ich erinnere nur daran, Greenpeace hat ja eben auch eine Aktion gemacht, zum Beispiel zum sauren Regen, in 8 Ländern, eben damals auch in Tschechien, was eben da noch nicht Teil der Europäischen Union, sondern einfach noch im Ost-West, in der Ost-West-Trennung war. Oder in China auf dem Platz des himmlischen Friedens. Oder in Ländern, wo es wirklich sehr gefährlich ist, wo man sagen kann, da gibt es vielleicht jetzt auch noch eine Fridays-Bewegung, wenn wir Glück haben. Aber wenn man noch irgendein Thema zusätzlich ansprechen will, dann können das nur Leute machen, wenn sie auch nur internationale Unterstützung bekommen. Oder wenn man sich anschaut, damals die Aktion, wo die Menschen aus Rongelap evakuiert worden sind mit der Rainbow Warrior. Also das war auch eine unglaublich wichtige Sache, um auch den Atombombenteststopp wirklich hinzukriegen. Es war ja dann danach ein internationales Abkommen, wirklich keine Tests mehr zu machen, weil man wirklich gesehen hat, wie die Menschen darunter leiden. Also wirklich konkret. Das ist ja damals nochmal richtig deutlich geworden. Und Frankreich hat sich ja auch keinen Gefallen getan, das Schiff zu versenken, nur weil die dagegen protestieren wollten, gegen die Atombombentests. Ne? Deswegen haben sie ja nicht trotzdem hinterher weiter Atombombentests machen können. Dass dann Mensch dabei geopfert wurde, ist natürlich noch dramatischer. Und die Strafe für die beiden, die GSE-Agenten, war natürlich auch nicht so doll. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Die wurden dann auf irgendeine Insel für ein paar Monate verfrachtet und durften dann wieder nach Frankreich zurück. Also das hat mich persönlich sehr bewegt, dass die Strafe sehr mild war, ja, dafür, dass sie einen Menschen umgebracht haben. Ne?
Und da, denke ich, läuft noch sehr viel Ungerechtigkeit, aber das wird auch immer schwerer, finde ich, wenn wir uns auch angucken, was es für Regime gibt, ob das nur in Brasilien oder in den Philippinen oder wo auch immer ist, da gibt es dann irgendwelche Diktaturen, da werden alle Leute, die nicht die Meinung ausdrücken, auch gleich ins Gefängnis geworfen oder vielleicht auch gleich vernichtet. Da hilft es, eine internationale Crew zu haben, weil das eben dann auch möglich ist, so etwas zu machen, nicht nur Leute vor Ort. 55 Länder, ne? Sind es ja. Ich gucke noch mal hier ins Thomas. Eine Frage habe ich, wir sind ja in so einer technisierten, globalisierten Welt, und dann kommen ja so Angebote von der Industrie, also Dinge zusammenzumachen. Also fand ich auch schön in dem Film, also andere haben auch ihre Fakten, ne? Die also sagen, ja, wir machen ja so viel. Ne? Also wir hatten, ich bin Mitbegründer von Lucy Green und wir hatten Volkswagen als großen Sponsor, also gab es sehr viel Geld von denen, mit denen wir Umweltfilme gemacht haben und wir haben dann erstmal bei Greenpeace beim Vorstand angefragt, sollen wir das machen? Und die sagten, ja, wenn wir nicht irgendwas verlangen dafür, dann nimmt doch das Geld und macht gute Sachen. Aber ich bin da immer noch sehr skeptisch. Ne? Also wie gehen Sie mit sowas um? Also zum Beispiel auch, wenn ich denke an den ich glaube, zwar der Siemens-Chef, ne, der dann auf Fridays for Future zugegangen ist und sagte, naja, wir machen das zwar gerade diese Sachen da in Australien, aber wir können doch drüber reden, kommt doch. Was passiert denn? Man wollte Frau Neubauer, glaube ich, sogar im Vorstand haben. Ja, Aufsichtsrat sogar, glaube ich. Ja. Ja, aber es ist in der Greenpeace-Satzung selber irgendwo verankert, dass wir eben nicht mit Politik und Industrie zusammenarbeiten und deswegen, also ich weiß zum Beispiel, WWF hat eine Kooperation mit Edeka gehabt oder so, aber Greenpeace macht sowas eben deswegen nicht, weil es kann ja morgen dann wieder ein Kampagnengegner sein, also einfach um da diese Neutralität zu wahren, ist uns das einfach irgendwo sicherer. Ja. Und der Punkt ist, die Spenden kommen ja auch nicht. Die Spenden kommen ja auch nicht direkt von der Industrie an Greenpeace, aber wenn ihr als Filmemacher sagt, ja, wir machen da einen Film ohne Bedingung, also ohne, dass da was ist, dann ist das ja eine andere Situation. Also das würde ich schon sagen, ne? Die Gefahr ist ja immer, dass sich Firmen dann damit reinwaschen. So, ne? Das ist dann halt immer das Risiko. Ne? Deswegen finde ich es richtig. Genau, ich habe heute Abend auch mein Honorar abgelehnt. Genau, ich finde es einfach richtig, unabhängig zu sein. Ja. Also ich denke, man muss auch davon ausgehen, das war mein Ansatz immer auch bei Greenpeace, dass ich gesagt habe, am liebsten würde ich immer mit den Ehefrauen und den Kindern der Manager sprechen. Weil die wirklich Einfluss haben. Am Mittagstisch wird dann darüber geredet, und so ist es ja auch bei den Fridays for Future-Leuten, dass die ihre Eltern ja im Prinzip auch pushen, zum Beispiel vegetarisch zu werden oder so. Das kommt ja ganz häufig von den Kindern. Dass man auch davon ausgehen muss, dass natürlich jemand, der eine Firma leitet, nicht zwangsläufig ein Schwein sein muss, sondern dass der ja auch eigentlich nur was Gutes will und vielleicht manchmal einfach es auch nicht besser weiß oder er Shareholder hat, die ja auch andere Interessen haben. Und das sehe ich zum Beispiel bei mir im Klimabeirat, wenn ich sehe, wie gespalten die Stadt ist. Ja, die ist genau die Hälfte, die eine Position, die möchten unbedingt eine neue Straße haben und die anderen sagen, was sollen wir eigentlich noch mit einer Straße, wenn sich die Mobilität doch jetzt ändert, da können wir doch das Geld besser für andere Maßnahmen ausgeben. Und das ist richtig eine schwierige Diskussion, weil natürlich die Beharrungskräfte, bis sie auch verstanden haben, dass wenn die Straße fertig ist, in vielleicht 2031 oder so, dass dann überhaupt kein Bedarf mehr dafür ist,
Und wir das Geld aber in der Zwischenzeit eigentlich brauchen könnten, um jetzt Heizungen umzustellen, Fahrradwege noch neu zu bauen, Sharing-Modelle noch einzuführen, was ja also eine Kleinstadt nicht hat, ja. Das dauert einfach, bis das da ankommt. Das ist auch sehr frustrierend. Also ich war auch schon nah dran zu sagen, also ich habe einfach gar keine Lust mehr, diesen Klimabeirat zu leiten, weil ich versuche da alle irgendwie dahin zu bringen, dass wir da jetzt mehr machen müssen, aber die Hälfte ist eben noch nicht so weit, ne? Und deswegen gehe ich davon aus, dass es in Firmen auch so ist. Und es gibt ja viele Firmen, gerade kleinere und mittelständische Unternehmen, deren Köpfe tun ja viel und die ziehen auch ihre Mitarbeiter mit und motivieren sie auch selber Ideen zu haben. Und bei größeren Unternehmen ist das, glaube ich, auch so. Ich sehe das übrigens bei VW ähnlich wie du, Kerstin. Der Herr Dies sagt zwar, ich bin ja toll, weil ich jetzt Elektroautos baue, aber ehrlicherweise bei ihm ist es natürlich auch wieder das Shareholder-Interesse, weil da braucht er 30.000 Leute weniger für. Ja? Weil er natürlich, Verbrennungsmotor hat eine viel höhere Komplexität, man muss da viel mehr Leute für haben. Und ein Elektromotor ist einfach eine ganz schlichte Sache. Und da kann er dann eben auch wirklich seine Ziele erreichen, weil der Kosten spart. Ganz schlicht. Ja? Und das finde ich manchmal eben auch sehr frustrierend. Und dann denke ich immer, ja, aber da brauchen wir eben auch viel mehr Leute, die dann auch mitmachen und die auch helfen und zum Beispiel auch in der Lokalpolitik aktiv sind. Also man muss sich dann auch in der Lokalpolitik engagieren und sagen, okay, ich gehe jetzt in den Stadtrat und helfe eben mit, dass eben auch da der Klimaaktionsplan umgesetzt wird und nicht blockiert wird. Was viele auch nicht tun, weil sie sagen, es ist so mühsam alles und so langsam und so. Ja, sind jetzt noch mal ein paar Themen auch angesprochen worden. Mich interessiert jetzt noch mal das Thema der Enkel oder der Kinder am Küchentisch und so. Wir haben ja im Film ganz viele Aktivisten der ersten Stunde oder der zweiten Stunde gesehen. Ich habe so die jungen Stimmen vermisst in dem Film. Das ist aber vielleicht jetzt auch, wie auch immer, gewollt oder auch nicht gewollt. Aber mich würde interessieren, wie die Realität jetzt aussieht. Gibt es denn Nachwuchs und gibt es denn da Interesse der jungen Generation mitzuarbeiten bei Greenpeace? Ja, wir haben auch eine Gruppe unter 18 Jahren so, ne? Also wir haben immer auch schon eine Jugend, eine Greenpeace-Jugend gehabt, also genau, und gerade wenn ich jetzt in Berlin gucke, gibt es sehr viele, die halt so im Studium in Berlin sind und dann zu uns kommen. Also sind durchaus so, der Schwerpunkt ist so zwischen 20 und 30 Jahre so. Und ich denke mal, weil der Film halt 50 Jahre Greenpeace erklären soll, hat man halt hier ein bisschen die alten Haudegen und Haudeginnen irgendwo. Ja, nee, das gibt ja nur die alten Haudegen, genau. Ja, nee, das war schon natürlich, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, okay. Ja, das fragt man sich so. Also, weil ich merke das so bei meinen. Ja. Die haben die Macher überhaupt nicht gefragt. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Ja, ein Versäumnis. Ja, wir hatten mal mit Brigitte Behrens zwischendurch ja auch eine Vorständin, so, ne, genau. Genau, mit Monika Griefahn. Also, ich denke mal, wir sind schon auch sehr weiblich geprägt, so, aber in dem Film fehlt das, das stimmt. Also man muss ja mal sagen, solange was ehrenamtlich ist, ist es sowieso meistens vorwiegend Frauen. Also ich kann mich erinnern, die erste Zeit, das waren so wahnsinnig viele Frauen, die da alle mitgeholfen haben. Wir haben natürlich ganz viel eben auch mit Ehrenamtlichen, oder wir waren alle ehrenamtlich, klar, bevor das sich professionalisiert hat. Und es waren vorwiegend Frauen. Und natürlich dann, wenn es so mal irgendwann so eine Bezahlstruktur gibt, dann gibt es eben auch mehr Männer und gerade in Führungspositionen. Das ist häufig so leider. Aber wir hatten auch tolle Frauen auf den Schiffen und bei Greenpeace International war ja eben auch eine Bunny McDermott, die auch eine Frau der ersten Stunde ist, ne? Die also schon in Neuseeland mitgearbeitet hat. Und also es ist nicht so, als wenn es keine Frauen gegeben hätte, auch die Veteraninnen waren, ne? Ja, also die Jugend kommt noch nach. Und die Jugend, ist das jetzt so eine Frage, wo gehe ich da am liebsten hin? Gehe ich zu Fridays for Future, gehe ich zu Greenpeace, gehe ich zu den Extinction Rebellions oder zu wem auch immer? Also ich kann sagen, wir bei Cradle to Cradle haben auch wahnsinnig viele junge Leute, weil die Leute sagen, das ist was Positives, das ist was Hoffnungsvolles. Wir setzen uns für etwas ein, nicht gegen etwas. Das ja, macht vielen Leuten also auch Mut und Hoffnung. Mhm. Und noch eine Frage zu dem Wechsel in die Politik, oder nicht Wechsel, sondern es ging ja immer beides, ne? In Ihrem Leben war immer Aktivismus und Politik auch dabei.
Aber es kam irgendwann die Politik dazu. Und es würde mich nochmal interessieren, was Sie da gesehen haben, was man da noch bewirken kann, was man eben als reine Aktivistin vielleicht nicht bewirken kann. Also ehrlich gesagt, viele sagen ja, in der Politik kann man gar nichts bewirken, aber meiner Ansicht nach ist das falsch, weil wenn man sich engagiert für eine Sache, man muss sich natürlich auch ein bisschen konzentrieren auf Dinge, dann kann man relativ viel umsetzen. Also ich sage mal, meine Zeit als Umweltministerin, da haben wir überhaupt erstmal das ganze Abfallmanagement eingeführt. Wir haben eine Kampagne zusammen mit BUND und Tupper gemacht. Heute wird groß über Unverpacktläden gesprochen, aber das haben wir schon vor 30 Jahren in dieser Kampagne gemacht, dass Leute zu Edeka mit ihren Dosen gehen konnten und eben ohne Verpackung einkaufen konnten. Wir haben, glaube ich, in Niedersachsen auch maßgeblich dazu beigetragen, dass wir den Atomausstieg hingekriegt haben, weil wir einfach so viel in Frage gestellt haben und Frau Merkel uns eine Weisung nach der anderen, da war sie noch nicht Kanzlerin, sondern Umweltministerin hier im Bund, gegeben hat, weil sie wollte, dass möglichst schnell diese ganzen Atomanlagen umgesetzt werden. Und wir haben gesagt, nee, das ist zu gefährlich und da gibt es Wassereinbrüche in Gorleben und da ist in Schach-Konrad viel zu groß dimensioniert. Da wird ganz Europa seinen Müll hinbringen und. Also wir haben einfach ganz viel dazu beigetragen, dass ein Ausstieg überhaupt möglich war, weil einfach nicht alles schon fertig eingetütet war. Oder auch die Frage von Naturschutz, also dass man überhaupt Nationalparks hat, ja, also gut, da habe ich ein bisschen von Michel Sukow gelernt, der hat ja gerade Anfang der 90er hier den großen Coup geleitet, dann habe ich gedacht, wenn der das schafft, dann müssen wir doch in Westdeutschland das auch hinkriegen und dann haben wir immerhin in Niedersachsen 3 Nationalparke auch geschaffen und hinterher waren alle ganz glücklich, aber am Anfang haben sie natürlich auch alle dagegen gewehrt, weil sie gesagt haben, oh, jetzt soll die Natur unkontrolliert sein und dann kommen eben die ganzen, dann wird es ja viel so wild und nicht kontrollierbar. Und also es war ganz schrecklich, da muss man auch eine Öffentlichkeit erstmal für machen. Und das konnten wir wirklich machen oder auch Firmen dazu zu bewegen, eben keine Einleitungen mehr zu machen. Natürlich gibt es dann irgendwann gesetzliche Vorgaben, aber die muss man dann ja auch erstmal erreichen, die gesetzlichen Vorgaben und dazu beitragen, ne? Also man braucht beides. Ich finde, man braucht beides. Also ich glaube, wir brauchen immer Organisationen wie Fridays for Future, wie Greenpeace, wir brauchen immer welche, die immer wieder Druck machen und Leute, die sich engagieren. Auch das ist ja ein Zeichen von Demokratie, weil ich ja auch davon gesprochen habe, dass mir das so Angst macht, dass wir hier dieses ganze UNO-Gefüge und Europa-Gefüge ein bisschen verlieren. Wir brauchen immer wieder Menschen, die sich für Demokratie einsetzen und das gehört dazu. Das ist aktive Demokratie. Aber auch dann zu sagen, wir wollen auch in die Parlamente gehen, auch in die Kommunalparlamente. Und ich finde das auch beängstigend, dass heute viele nicht mehr kandidieren, weil sie sagen, da werden wir die ganze Zeit nur angefeindet. Und und viele Bürgermeister haben aufgegeben, also in vielen kleineren Orten, weil sie dort auch mit Hasstiraden oder sonst wie belastet worden sind. Und das finde ich bedrohlich, weil ich finde, wir haben viel erkämpft hier in der Nachkriegszeit, dass wir Demokratie haben, dass wir diese Gesellschaft haben, dass wir damit eben auch Innovationen und Verbesserungen hinkriegen. Und das sollten wir nicht einfach so aufgeben. Und dafür brauchen wir das Engagement in jeder Parzelle der Gesellschaft, übrigens auch in den Firmen. Wir brauchen auch engagierte Leute in den Firmen. Und die haben wir auch. Heute wollen die jungen Leute, die dann ihr Studium fertig haben, ja auch ihren Sinn haben im Leben. Und wenn sie in der Firma arbeiten, dann fragen sie sich natürlich auch, macht das Sinn, dass ich hier arbeite? Und das ist auch ein Anreiz für Firmen, sich zu ändern. Ja, ich habe eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht durch meine Bürgerlobbyarbeit. Anfang 2023 soll jetzt ein Klimageld kommen. Da haben wir halt ganz stark mit etwa 100 Bundestagsabgeordneten geredet. Und ich glaube schon auch, dass es eine CO2-Bepreisung gab. Da war sicher auch der Druck der Fridays, dass das im Klimaschutzgesetz gelandet ist. Aber wir haben halt eine Debatte über so parlamentarische Frühstücke angestoßen, dass sich fraktionsübergreifend CDU, SPD, die Grünen darüber ausgetauscht haben und eine Debatte dann entstanden ist. Die haben mit dem Ottmar Edenhofer geredet, die waren in der Schweizer Botschaft, wo die Schweiz hat diese Rückausschüttung, dass es einfach sozial gerecht ist, dass man dann nicht wieder sagen kann, wir können uns das alles nicht mehr leisten. So. Und genau, wir sind jetzt auch halt im Finanzministerium, um ein bisschen diese Lösung mitzugestalten Ende Mai. Also ich glaube auch, so die Zusammenarbeit auch in die Richtung ist ein fruchtbarer Weg, um Dinge zu verändern. Also so ein Wissenstransfer in die Gesellschaft durch die Aktionen und Wissenstransfer aber auch in die Politik, damit die Dinge auch umgesetzt werden. Jetzt gucke ich nochmal ins Publikum. Noch Fragen?
Ich würde dann vielleicht noch mal um so eine Art Schlusswort bitten, weil mich so die Hoffnung interessiert und was euch antreibt und vielleicht auch noch mal, wie lang eure Tage sind. Das würde mich auch mal interessieren. Gott sei Dank sind meine Tage etwas kürzer geworden, weil ich beruflich nicht mehr so viel mache wie bis vor 2 Jahren. Und trotzdem finde ich, wenn man sich engagiert, man kann nicht einfach tatenlos zugucken und dann ist trotzdem immer irgendwas zu tun. Also es ist fast immer irgendeine Veranstaltung, wo man entweder selber was vorträgt oder hingehen muss. Und ja, also Hoffnung, also ich hoffe ja, dass wenn wir viele Leute dazu bewegen, dass sie sich engagieren und sie auch das so wichtig nehmen wie wir, dass wir dann auch die Sachen hinbekommen. Aber wir müssen es jetzt wirklich in den nächsten Jahren hinbekommen. Und das ist eigentlich so mein großer Appell. Und das hat ja Greenpeace auch gerade nochmal veröffentlicht, dass wir 1,5 Grad schon 2026 erreichen. Und deswegen ist das eigentlich zwingend notwendig, weil es eben unumkehrbar ist. Es ist nicht sozusagen, ob wir es machen oder nicht machen, sondern wir müssen es machen, sonst haben wir selber eben ein Problem. Ja, ich denke auch, solange wir das Ruder rumreißen können, muss man alles dafür tun. Also das motiviert mich auf jeden Fall. Und es ist ja nur die Frage, wenn alle mitmachen, ist es zu schaffen. So. Und ich habe mich jetzt auch ein bisschen so mit der psychologischen Seite beschäftigt. Ja, viele Menschen verdrängen das, weil ihnen das Problem zu groß ist, weil zu viele mitmachen müssen. Ja, und da hilft es eigentlich nur, wenn man irgendwie nicht alleine dann überlegen muss, muss ich vielleicht mal die eine oder andere Lebensgewohnheit vielleicht mal irgendwie auch mal überdenken, geht es nicht vielleicht auch irgendwie anders und kann das auch Spaß machen? Ja, das muss man vielleicht dann irgendwie auch gemeinsam tun. Also da geht es wieder irgendwo um gesellschaftliche Trends. Und genau, wie lange meine Tage sind, ich denke mal so, ja, bis 20 Uhr so, dann ist, also nicht mehr wie früher, wo ich dann irgendwie Tag und Nacht gearbeitet habe, so. Genau, aber so, das ist dann auch irgendwie in Ordnung, wenn man sich bis zu so einem Zeitpunkt engagiert, ja. Schön, dann vielen, vielen Dank, dass Sie beide da waren. Vielen Dank an Sie, dass Sie da waren. Ich wollte noch sagen, es gibt ein Newsletter, weil wir haben ja immer ganz tolle Veranstaltungen, wie ihr seht. Eintragen, damit Sie informiert bleiben. Und am 8. Juni zeigen wir den letzten Film vor der Sommerpause im Filmmuseum Potsdam über die Polarstern-Expedition, die eine der großen spektakulären Expeditionen, geleitet vom Alfred-Wegener-Institut. Da ist der Regisseur da und der Institutsleiter, Dr. Markus Rex. Das ist bestimmt auch eine spannende Veranstaltung, also gerne vormerken. Und ja, ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause und vielen Dank, dass Sie da waren.